Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Ein Riesenhaufen Scheiße aus Stahl war ja bisher der TVP-VTU-Konzept. Der Tier 8 tschechoslowakische Medium-Panzer, der neben dem T-34-100 nun nicht unbedingt die Glanzstücke dieses Tech-Trees sind. Oder waren, je nachdem, wie man das sieht. Nun wissen wir ja, der VTU wurde im Rahmen des ganzen 1.18 Rebalancing-Maßnahmen gebufft. Und da konkret die beiden Kanonen, die im Grunde relevant für ihn sind, das ist einerseits die 8.8er 41N, die wir hier in der ersten Runde sehen, und die 10.5er, die wir uns in der zweiten Runde anschauen. Und nun ist natürlich die Frage, ist der VTU jetzt spielbar, ist er jetzt stark, ist er jetzt geil oder ist er immer noch scheiße? Scheiße ist er sicherlich nicht mehr, denn das kann man im Grunde hier vorwegnehmen, egal welche beiden Kanonen ihr jetzt spielen wollt auf dem. Er funktioniert, glaube ich, jetzt so, wie er funktionieren soll. Die Buffs bei beiden Kanonen betreffen einerseits die Durchschlagsleistung, aber auch das Nachladen und das Gunhandling. Das mag jetzt im ersten Moment nicht groß überragend klingen, aber wenn man sich die Grundcharakteristik des Fahrzeugs anschaut, dann ist er jetzt endlich das, was er eigentlich sein soll. Nämlich ein Supporter. Das heißt, er spielt aus der zweiten Reihe, flankiert den Gegner, unterstützt das Team und ist jetzt aufgrund der schlechten Kanonen, die er bis vor 1.18 hatte, nicht mehr gezwungen, so extrem nah ran zu müssen an den Gegner. Weil das war halt das Problem bei beiden Kanonen, dass die einfach zu ungenau waren. Das Gunhandling war zu beschissen, als dass du auf große Distanz irgendwas getroffen hast. Und das funktioniert mit beiden Kanonen jetzt deutlich besser. Vor allen Dingen auch mit der 8.8er. Also sie bekommt eine Grundgenauigkeit jetzt von 0,33 und auch eine Einzielzeit von jetzt 1,8 Sekunden. Und auch die Softstats gerade bei der Turmdrehung werden auch nochmal verbessert. Die Durchschlagsleistung auf der Standardmunition steigt auf 218. Und jetzt gucke ich nochmal kurz, ob das auch die Premium-Munition betrifft. Also 218, 252 hat er jetzt. Und vorher waren es 194, 237 auf der 8.8er. Wir sind also grundlegend mit der Standardmunition besser bedient. Wir müssen also nicht so oft auf die Premium zurückgreifen. Auch die Premium-Munition ist konkurrenzfähiger. Dadurch, dass auch die Nachladezeit nach unten geht, haben wir hier also eine ganz gute DPM-Kanone. Die DPM, um das vorwegzunehmen, die geht jetzt nicht durch die Decke. 2181 aktuell jetzt bei der 240er Alpha-Kanone versus 2057 vorher. Das ist weiterhin nicht mega viel, aber wir haben dann halt eine Nachladezeit von 6,6 Sekunden Stock. Und das dann kombiniert mit einer entsprechenden Mannschaft und Modulen bringen uns hier Nachladezeiten deutlich unter 6 Sekunden. Und warum das Replay hier ruckelt, ist mir ehrlich gesagt ein kleines Rätsel. Also das heißt, wenn wir einmal einen Gegner im Fokus haben und wir die Rolle des Panzers entsprechend ausfüllen, dass wir also der Supporter sind, dass wir also nicht im Fokus stehen des Gegners, dann können wir da richtig schön Schaden abfarmen. Das Problem ist natürlich weiter mit der 240er Alpha-Kanone, also mit der 8.8er. Es bleiben 240 Alpha. Und das habe ich ja ganz oft in den letzten Monaten und Jahren immer wieder gesagt, wenn auch neue Fahrzeuge ins Spiel kommen. Das ist im Medium-Bereich auf Tier 8 weit weg mittlerweile von State of the Art. Wir haben natürlich Fahrzeuge, die auch mit einem 230er oder 250er Alpha rumfahren, aber es ist weiterhin so, dass 240er Alpha im Medium-Bereich, das ist nicht wirklich geil mittlerweile. Also man muss schon immer noch oft schießen, um entsprechend auf seinen Schaden zu kommen. Wir sehen aber hier auch, gerade bei diesen Schüssen auf den WZ, das Gunhandling funktioniert deutlich besser. Wir können also einfach diese Rolle, die das Fahrzeug schon immer hat,
einfach viel, viel besser ausfüllen. Und das macht das, macht den VTU dann so angenehm zu spielen. Und wir werden es in der zweiten Runde sehen, wenn es halt darum geht, Alpha zu machen oder dem Gegner wirklich eine reinzudrücken, dann nehmen wir halt die 320 Alpha-Kanone und die, auf die Verbesserung geben wir auch noch ein. Auch die funktioniert natürlich immer, was heißt immer, die funktioniert natürlich auch deutlich besser. Wir sehen auch hier auf die ISO, also das Gunhandling auf der 8.8er, das ist wirklich nett geworden. So ein kleiner Pseudo-Leo, kann man fast sagen. Und auch die Durchschlagswerte. Es ist wirklich, es ist spielbar. Natürlich muss man die Art des Fahrzeugs, also seine Grundcharakteristik, die muss man mögen. Also er hat weiterhin keine Panzerung. Es geht im Grunde alles durch. Der Tarnwert, ich sage ich mal, mehr als okay ist es auch nicht. Die Sichtweite bleibt die gleiche. 380 Meter ist auch nicht unbedingt super geil. Und auch der Topspeed von 50 mit einem Leistungsgewicht von 20,8. Ja, das Leistungsgewicht, das ist schon in Ordnung. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Aber 50er Topspeed, das ist auch, das ist normal. Das ist nichts Herausragendes. Und wie gesagt, das Teil, guckt euch an, es ist groß wie ein Schrank, klobig wie ein Schrank. Und entsprechend, ja, bist du halt mit dem, du kannst nichts bouncen. Ja, also klar, gegen Sechser mal mit ein bisschen Glück. Aber ansonsten ist das nichts, was bouncen kann. Und dementsprechend denke ich fast, dass die 8.8er Kanone die bessere Wahl ist, weil sie halt aus der zweiten Reihe wirklich gut funktioniert. Wenn man halt ein bisschen mehr Erfahrung hat und das Ganze raus hat, wie man vielleicht ein bisschen näher an, Gegner, an den Gegner rankommt, ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann kann man sicherlich auch die 320 Alpha Kanone spielen, aber da muss man halt aufgrund der Ungenauigkeit immer noch ein Stück, also man kann nicht so krass snipern, wie man das vielleicht mit der 8.8er hinkriegt. Aber man hat natürlich dann den Vorteil einfach des besseren Alpha-Schadens. Aber ihr seht es schon, die Feuerrate, das Gunhandling hier auf dieser Kanone ist deutlich, deutlich besser. Und man kann also jetzt sagen, das Fahrzeug funktioniert jetzt so, wie es gedacht ist. Es wird sicherlich seine Lieblinge haben. Man muss dieses Gameplay mögen. Aber es hat sich auf jeden Fall was getan beim TVP VTU. So, hier die Auswertung. Das Ganze war tatsächlich schon eine erste Klasse. Wir machen hier 2100 Schadenspunkte, ein Kill. Das ist jetzt schon okay, aber für eine 8er Runde gegen 9er, ja, 997 Basis. Also anscheinend sind die Änderungen beim VTU noch nicht so in der Panzerass-Berechnung angekommen, weil ganz im Ernst, mit den Basics P eine erste Klasse, das spiegelt, glaube ich, eher immer noch das wider, was wir leistungstechnisch vor dem Patch von dem Panzer erwarten konnten. Gut, wir haben noch 1300 Support, als Spotting oder als Kette ziehen, aber so richtig widerspiegeln tut sich das ja nicht. Einiges an APCR geschossen. Ich wollte einfach gegen den TD am Ende auch sicher gehen. Deswegen 15.000 Minus und knapp 1500 XP dann insgesamt mit Premium-Account. Weiter geht's in die zweite Runde. Diesmal gespielt mit der großen, mit der 10.5er, mit dem 320er Alpha. Auch hier bekommen wir entsprechende Buffs, was den Durchschlag angeht. Und zwar deutlich von 188 Standardmunition auf 208 mit der Standardmunition. Die DPM wird besser von 1745 auf 1959. Das heißt, die Nachladezeit sinkt von 11 auf 9,8 Sekunden Stock. Die Kanone wird auch genauer von 0,4, was echt scheiße war bisher, auf 0,36 Grundgenauigkeit. Das heißt, mit entsprechenden Mannschaften, Modulen etc. kriegt man die Kanone auch schon relativ genau hin. Auch die Einzielzeit sinkt von 2,4 auf 2,2 Sekunden. Wir bekommen hier also eine Kanone, die entsprechend besser zu einem Medium-Panzer passt und nicht eine 10,5er, die eigentlich von ihren Grundwerten eher bei einem Heavy liegt. Dementsprechend ist auch diese Kanone deutlich besser spielbar und man hat natürlich mit dem 320er Alpha ein deutlich besseres Trading-Potenzial. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Grundgerüst des Fahrzeugs bleibt das gleiche. Also wir haben auch natürlich mit der 10,5 cm Kanone keinerlei Panzerung oder sagen wir mal nicht wirklich viel und sind weiterhin in eine Supporterrolle gezwungen. Das heißt, wir sind kein Liss, wir sind kein 274,
oder irgendwas im 8er-Medium-Bereich, was wirklich einen guten Turm hat oder ein 122er oder irgendwas in die Richtung. Nein, wir haben weiterhin hier eine Basis als Fahrzeug, was ein reiner Supporter ist. Wir sind einigermaßen mobil, wir sind einigermaßen wendig. Wir haben halt mit dem 320er Alpha auf der 10.5er ein besseres Trading-Potenzial. Aber nichtsdestotrotz, die DPM ist weiterhin nicht überragend. Müssen wir uns hier in diese Supporter-Rolle begnügen. Ich gucke noch mal kurz drauf. Die Durchschlagsleistung insgesamt jetzt mit 1.18 auf der 10.5er, 208 auf der Standard, 246 auf der Premium-Munition. Vorher waren es 188 versus 235. Also daran sehen wir schon, ja, da hat sich was getan und wir sind halt nicht mehr so oft auf die Premium-Munition angewiesen und sind auch einfach dem Matchmaking geschuldet oder sagen wir mal dem entsprechenden Matchmaking auf Tier 8 berücksichtigt, besser in der Lage gegen 9er oder auch gegen 10er zu spielen. Optimal wird es mit der Standard- oder Premium-Durchschlagsleistung immer noch nicht gegen 9er und 10er, aber wir dürfen nicht vergessen, wir können das Fahrzeug ja nicht am 10er balancen, sondern wir müssen es ja so balancen oder Wargaming müsste es so balancen, dass es halt in alle Richtungen, also Plus und Minus 2 gut funktioniert. Aber kurz gesagt, es ist auch jetzt hier deutlich besser spielbar. Und wir hatten es ja schon in der ersten Runde die Diskussion, ist der jetzt stark oder ist der jetzt gut? Nun, also, wenn ihr diese Rolle des Supporters mögt, wenn ihr dieses Spagat hinbekommt, gerade bei der 320er, zwischen Distanz, Support und nicht im Fokus zu stehen, dann ist das Fahrzeug schon durchaus brauchbar und es funktioniert einfach deutlich besser jetzt mit den Kanonen, kann also diese Medium-Rolle auch viel besser ausüben. Aber so Meta wird der jetzt, glaube ich, trotzdem nicht. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben nicht wirklich eine Gun Depression. Das ist auch so ein Punkt. Warum das Replay übrigens ruckelt, ich habe keine Ahnung. Wir haben, wie gesagt, keine Panzerung und dementsprechend sind wir halt wirklich in diese Rolle gezwungen, dass wir jetzt nicht das Gefecht unbedingt tragen können, bestimmen können, vielleicht als Top-Tier gegen Sechser, aber wir müssen halt eher den anderen den Vorzug lassen. Deswegen warte ich auch hier zum Beispiel, dass der E50 vorfährt und im Zweifelsfall ein bisschen Schaden tankt und wir dann aus dem Background hier entsprechend supporten können. Das Grundproblem des VTU ist also ein bisschen behoben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, und das muss man auch so ein bisschen im Hinblick jetzt auf die italienischen Jagdpanzer sagen, der Tech-Tree der tschechoslowakischen Medium-Panzer zeigt perfekt, wie Wargaming es früher nicht hinbekommen hat, Tech-Trees zu bauen, oder sagen wir mal, nicht immer hinbekommen hat, Tech-Trees zu bauen, die aufeinander aufbauen, die funktionieren, also wo man wirklich bis zum 10er hin immer ein bisschen mehr bekommt, was ein bisschen Besseres, aber die Grundeigenschaften der Fahrzeuge die gleichen sind. Das machen sie jetzt bei den italienischen Jagdpanzern besser. Natürlich ist der 5er und der 6er immer noch ein klassischer Jagdpanzer, aber ab Tier 7 haben wir bis zum Tier 10er hin diese Jagdpanzer, die eher ein Heavy-Hybrid sind. Und es soll jetzt hier nicht um die italienischen Jagdpanzer gehen, aber das, was wir bei den Tschechoslowaken sehen im Tech-Tree, ist eigentlich ein absoluter Bullshit-Crap, weil wir haben den 5er, Einzelschuss, okay, den hätte man anfangen können. Dann haben wir den 6er, der einen 3er-Clip-Autoloader hat und auch ziemlich cool war bisher, bis zum Nerf halt. Und dann haben wir den 7er, den T-34-100 und den 8er, den TVP-VTU. Ganz klassische Medium-Panzer, Einzelschuss-Panzer mit einer einigermaßen brauchbaren Mobilität und, sagen wir mal, zumindest auf dem 8er jetzt auch brauchbaren Kanonen. So, und dann kommt dieser harte Schnitt und dann kommt der 9er und der 10er, die halt beide, je nachdem, was ihr lieber fahrt, aber das sind im Grunde die Glanzstücke. Bisher war es auch immer noch der 6er, durch den Nerf würde ich das mal nach außen vorklammern, aber das passt nicht, es passt vorne und hinten nicht. Ihr werdet in keinster Weise
in diesem Tech-Tree auf das vorbereitet, was euch im High-Tier bei den Fahrzeugen erwartet. Und das ist so eine Sache, die hat Wargaming in diesem Tech-Tree absolut schlecht umgesetzt. Natürlich wäre es insgesamt auch scheiße, könnte man auch argumentieren, dass man ab Tier 6 durchweg noch mehr Autoloader hat. Vielleicht war auch das die Intention von Wargaming, die Anzahl der Autoloader gering zu halten. Nur ganz im Ernst, das würde ich aus heutiger Sicht die Argumentation nicht mehr folgen, weil wir ja gesehen haben und immer noch sehen, was an Autoloadern eingeführt wird. Gerade jetzt wieder die Italiener mit ihren Jagdpanzern, die einfach ab Tier 7 den Autoloader bekommen. Der zwar jetzt nicht ganz klassisch ist, aber es ist am Ende ein Autoloader. Und da muss man halt einfach die Kritik üben, mal unabhängig von dem Buff hier vom VTU, dass dieser Tech-Tree in sich nicht konsistent ist. Und das hat Wargaming in den letzten Jahren ein Stück weit besser gemacht. Da könnte man jetzt die Polen-Mediums nehmen. Man könnte die Yo-Panzer nehmen, auch wenn man die jetzt nicht unbedingt gut finden muss. Man könnte die italienischen Jagdpanzer nehmen. Also das ist, das hat Wargaming da ein bisschen besser gemacht. Bei dem Tech-Tree hier, ja, nicht wirklich. Nichtsdestotrotz, der VTU passt jetzt einfach leistungstechnisch besser auf seine Tierstufe. In den Tech-Tree passt meiner Meinung nach der Tier 7er und auch der 8er weiterhin nicht so richtig rein, außer dass es halt tschechoslowakische Fahrzeuge sind. Und auch diese Runde war am Ende eine erste Klasse. Wir machen insgesamt 2600 Schadenspunkte, 3 Kills und ein paar mehr Basiserfahrungspunkte als in der ersten Runde. 1058 Basis. Ich habe aktuell keinen Plan, wo genau das Panzer es liegt. Vielleicht weiß es ja jemand, kann es in die Kommentare schreiben. So wie es für mich aussieht, ist der Buff, was die Panzerass-Berechnung angeht, noch nicht richtig angekommen. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass das jetzt, dass der VTU nicht unbedingt ein Fahrzeug ist, was nach 1.18 sich allen wieder in die Garage holen, um zu testen, wie der ist. Ich glaube eher, dass dann die Spieler sich die High-Tier-Fahrzeuge bei den französischen Heavys in die Garage stellen oder sowas, um dort zu testen, wie stark sie jetzt sind. Aber der VTU ist einfach ein Fahrzeug, der in den letzten Jahren einfach zu sehr unterm Radar geflogen ist. Er war einfach so schlecht, dass ich glaube, jetzt viele einfach sagen, ja, er wurde gebufft, aber ich hole mir den jetzt trotzdem nicht wieder in die Garage. 27.000 oder fast 28.000 Munitionskosten, also der Durchschlag ist schon besser geworden. Ich wollte es hier natürlich auch ein bisschen wissen, dementsprechend nur, oder was heißt nur, 1500 minus, knapp 500 Support, die Runde war also insgesamt sehr gut. Fazit ist, das Fahrzeug funktioniert besser, wird aber weiterhin, glaube ich, nicht das Glanzstück auf Tier 8 sein. Aber er kann seine Rolle, die ich ja am Anfang auch beschrieben habe, einfach besser ausüben und ist da, na, deswegen einfach nicht mehr ganz so ein Bullshit-Crap, wie er vor 1.18 war. Insgesamt knapp 1600 XP hier aus der Runde noch rausbekommen. Was sagt ihr zum TVP-VTU? Habt ihr den nach dem Patch schon nochmal getestet oder lasst ihr trotzdem die Finger davon? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Game One, Fan Kulle, Gorven, Kyotano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.